Weil wir hätten jetzt. Nein. Ja, noch knapp die Hälfte hätten wir. Weil ich finde, es ist eigentlich erzählerisch eine gute Stelle jetzt, um Crack zu machen. Das ist sowas wie bei einer Serie jetzt die Folge zu Ende wäre. Der scheiß Cliffhanger. Ein Cliffhanger, genau. Ja, immer der Cliff, die dumme Sau. Cliff, ja. Es ist nur eine Frage. Nein. Wir können demokratisch abstimmen. Ja, also nein von Herr Küpero. Emily ist derselben Meinung, wir können noch weiterspielen. Ich will auch noch weiterspielen. Aber ist das jetzt ein False Wall Break, oder? Ihr Deathpools, ihr seid euch alle bewusst, dass ihr in einer Geschichte mitspielt. Und Lumpy ist auch traurig, denn Lumpy möchte ja auch, dass es weitergeht. Okay, dann war nur eine Frage. Gut, okay, dann weiter. Also, wir stehen jetzt alle vor dem Raum. Ich drehe mich zu Emily um. Tief in die Augen. Nimm meine Hand. Nein. Nimm ihre Hand. Dein Haar. Halt doch mal jetzt die Fresse, mach mir doch nicht die Rolle. Mach mir das jetzt nicht hier kaputt. Nimm ihre Hand. Das ist mein Moment. Genau. Wie das klatscht. So, nimm ihre Hand, sieh ihr tief in die Augen. Senke meine Stimme und sage: Emily, wenn wir das hier überleben, würde ich dich gerne mal zu einem Kaffee ausführen. Ich weiß nicht, dass du dabei in Panik gerätst. Aufgrund dieser Aussage drehe ich mich zu der Türe und gehe wagemutig vor. Welche Türe? Ja, Mann, den Gang. Den du Gang. Arsch. Verdammte Scheiße. Den Gang und gehe wagemutig vor. Ich sehe die ganze Zeit, während er vom Gang steht, versucht, die Türe zu öffnen. Also, ich nehme mir auf jeden Fall neben der Fackel noch eine Flasche mit. Nimm mir auch eine mit, bitte. Ich muss meinen Frust ersaufen. Oh mein Gott. Der Franzose, der nicht flirten kann. Dabei habe ich schon gut gemacht. Und geh dann auch zu Herr Küpero, der wahrscheinlich schon langsam auf den Gang zu. Na wieder? Der Raum, die Gänge sind so konzipiert, dass man mit zwei Leuten nebeneinander laufen kann. Wie wollt ihr euch aufteilen? Ihr habt noch drei Leute bei euch. Ich wäre ja eigentlich neben Emily gelaufen, aber ich nehme jetzt Edgar an meine Seite. Oh Gott. Und ihr habt übrigens also die beiden, das Kreuzer-Ehepaar und der andere hat sich vorgestellt: Ich bin der Stan. Oh nein! Ich bin Stan. Na, hör auf! Kann ich dafür, dass du so heißt. Achso, aber ja, du hast es aber jetzt so gemacht, als wenn das der Stan wäre. Nein, das ist nicht der Stan. Ich finde, die Damen sollten in die Mitte. Ich richte mich damit. Es kann zwei Leute nebeneinander laufen und du willst in die Mitte. Ja, er ist ausgelegt dafür, dass man mit zwei nebeneinander läuft. Das heißt nicht, dass wir es müssen. Dementsprechend tut sich Cliff an Emily wenden. Emily, bleiben Sie am besten ein kleines Stück hinter uns. Hatte ich vor. Und ich hatte die Hoffnung, es gehen noch mehr Herren hinter mir. Herr Kreuzer, würden Sie das Schlusslicht bilden? Ich habe gar keine Fackel. Es gibt genug in diesem Raum. Es gibt genug in dem Raum. Wir brauchen die einfach nur anzuzünden mit unserer Fackel. Da würde ich nur meine Hände schmutzig machen, dann soll ein oder anderes machen. Ah. Guter Mann, was ist Ihnen lieber? Wie wär's mit Ihrer Frau, mit Ihrer bezaubernden Frau? Was die Frau anzünden? das auch. Ich möchte den Herrn Kreuzer gerne dazu überzeugen oder überreden, je nachdem, was du für angemessen hältst, Donno. Der Stan schnappt sich direkt eine Fackel und sagt: Kein Problem, ich mach das schon. Okay. Träumchen. Wenigstens einer, der noch ein bisschen Mumm in den Knochen hat. Man sieht ihm an, dass er nicht gerade helle ist. Macht nichts. Wie Stan so sind. Die geistig armen. Dafür hat er ja auch die Fackel. Nun gut. Ja, ich geh vor mit dem guten Edgar. Edgar, ja. Neben mir, denke ich mal, damit ich mit ihm ein bisschen reden kann, streichel dabei immer wieder über meine 22er Automatik und sag: Susi, du bist die Einzige. Und ich halte im Grunde die Fackel so ein bisschen weiter nach vorne, sodass wir eher sehen, was vor uns. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass du ein bisschen so auf mich eingehst. Hier läuft einer her, der seine Waffe streichelt und immer wieder so: Du bist die Einzige. Also bist die Einzige. Warte. Ich halte meine Fackel so nach vorne, damit wir praktisch sehen, damit wir halt am besten sehen, was ich so früh wie möglich dann praktisch aus dem Dunkeln dann herausstehen würde. Eventuell. Guck so neben mir, nehme ich.
sehe so in diesem gedämpften Licht, so was er mit seiner Pistole macht, oder? Und geht's deiner Susi gut? Ja. Versuche so die Tränen so ein bisschen zu verbergen. Ja. Mach dir nichts draus, Herr Kühl. Susi wird dich niemals im Stich lassen. Jetzt nochmal zur Konstellation. Also vorne ist Frederick White, Herr Kühl Perrault. Achso, ja klar, ja, dahinter, genau. Dahinter gehe ich. Dahinter gehst du, dann kommt Emily, dann kommt Kreuzer Ehepaar und dann kommt Stan. Ja, denke ich, du warst. Okay. So, bevor wir jetzt weitergehen, Leute, kleiner Vorschlag vielleicht. Sollten wir uns noch ein, zwei extra Fackeln mitnehmen, die wir entzünden können, um in den dunklen Gang vor uns zu werfen, dass wir schon schon weiter wegsehen können, was da kommen sollte. Waren wir jetzt nicht schon im Gang? Fragezeichen. Ja, bevor wir jetzt aber weitergehen, kommt mir ja die Idee. Ne? Achso. Das heißt, wir müssen jetzt nochmal zurücklaufen. Das heißt, das hieße dann anstelle, dass wir nur das sehen, was direkt vor uns ist, können wir halt die Lichtquelle schon etwas weiter wegbringen, letztendlich. Wie viele Fackeln haben wir insgesamt im Raum gehabt? Können wir das noch, wissen wir das noch ungefähr? Tonno sagte, glaube ich, es sind genug gewesen, richtig? Ja. Genug das ist, ist gut ausgeleuchtet. Ja, es ist gut ausgeleuchtet. Wir haben jetzt, du hast eine, der Ed hat eine und der Stan hat eine. Wir sind, so, also ja, vier Fackeln sollten haben wir weggenommen. Ja. Ja, drei also, Stück haben wir schon. Wenn ihr noch eine vierte wollt, dann von mir aus. Wie gesagt, also. Ja. Ja. Dann würde ich sagen, der Stan hat eine und der Cliff hat ja sowieso eine. Ja. Du hast eine. Dann der Stan. Ich habe eine. Ich hätte da eine Idee, weiß aber nicht, ob ich das in irgendeinem Wurf umtun muss, aber wenn ich euch die Erfindung jetzt präsentiere, sagt ihr sowieso, das gibt so nichts, aber ich hätte da eine Idee. Dann sag mal. Darauf ankommt, wie groß die Fackeln sind. Hä? Weil, dann würde ich sagen, da ja vorhin ein mysteriöser Wind die Fackeln ausgeblasen hat und wir uns ja jetzt noch eine Reservefackel mitnehmen, würde ich versuchen, eine Weinflasche so zu kappen, die muss jetzt nicht gerade abgeschnitten sein. Also ich versuche jetzt hier nicht Glasschneiden zu machen oder sowas. Aber die Fackeln sind zu groß, um da jetzt ein Glas drüber zu stellen. Danke, du hast mich verstanden. Alles klar, die Frage ist beantwortet. Ich wollte einen Schutz machen. Dankeschön, alles klar. Nee, technisch wäre es sicherlich möglich gewesen, aber die Fackeln sind zu groß. Das wollte ich wissen, alles klar. Nun gut, also ihr geht jetzt den Gang entlang. Jawohl. Dann hätte ich hier dann gerne von Emily eine Probe auf Horchen. 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 35. Naja. Gute Begeisterung. Ja. Ist ein Quell von niemals endender purer Freude. Ach Mist. Dir fällt nichts auf. So, der doch am nächsten dran ist, ist Cliff. Also, bitte. Mit meinen 25. Oh, von hinten nach vorne, Stan ist als erstes weg. Eine 3, meisterlich. Wow. Dir fällt etwas auf. Und zwar hörst du, wie jemand flüstert. Und zwar ist es Herr Kreuzer und du hörst Folgendes. Ja? Natürlich. Das werde ich tun. Das werde ich ihr sagen. Sie darf das nicht tun. Natürlich. Daran habe ich auch schon gedacht. Das ist wirklich eine schwere Aufgabe. Okay, man kann damit null anfangen. Okay, aber geil. Aber gut, wir haben das ja nicht gehört. Das hat ja nur der Dings gehört. Da ich es aber gehört habe, tippe ich den beiden Vordermännern leicht auf die Schulter, dass sie sich zu mir wenden können. Und beginne zu flüstern, dass der Wetterherr Kreuzer das nicht wahrnehmen kann. Mhm. Cliff, was ist los? Leute, wir sollten auf den Kreuzer unbedingt ein Auge haben. Der hat gerade irgendwas Merkwürdiges vor sich hingeredet. Hat der eigentlich, Entschuldigung, Off-Frage, hat der mit seiner Frau gesprochen, Tonno, weil du einmal so kurz gegichert hast? Sein Blick beim Reden ging Richtung Wand. Achso, okay. Achso. Ja, normal. Der ist nicht ganz geheuer. Also irgendwas ist gerade mit dem gewesen. Wir sollten aufpassen. Sollen wir ihn darauf aufmerksam machen? Oder sollen wir ihn hier lassen? Oder sollen wir... Ich schlage vor, wir lassen ihn vielleicht erstmal. Also wenn wir wissen, dass er was vorhaben könnte... Es ist wahrscheinlich besser, wenn er in unserer Nähe ist und wir haben ihn unter Kontrolle, als dass wir ihn wegschicken und wir wissen nicht, wo und was er machen könnte.
Ja, also ich fand meine Rede auch nicht perfekt. Das war schon sehr merkwürdig, dass er dann überhaupt angesprungen ist. Das ist auch sehr geil geschmeckt. Oh, Alter. Ich hätte nun gerne von Herr Küperow einen Glückswurf. Ach Mann, ich wollte gerade nach was anderem. Ja, ich wollte gerade nach was anderem gucken. Ich halte es mir eben kurz fest, Glück, darf ich eben kurz gucken. Scheiße, ich bin nur neugierig. Wenn ich jetzt gesagt hätte, ich bin ein spontaner Mensch, hätte ich jetzt gesagt, ich drehe mich um und richte ihm direkt die Waffe in die Fresse. Aber du bist du Arsch! Das darf ich also nicht. Glückwurf. Glück. Oben. Ganz oben bei den Attributen. Achso. 30 habe ich da stehen. Ach Mann, ey. Hast du eigentlich irgendeinen Wert über 50? Nicht. Ja, die wichtigen. Faustfeuerwaffen. Was konnte ich dafür, dass mich eingesetzt wird? Bin halt ein Meisterschütze, ja? 77. Fickt euch. Lucky 7. So, da nur noch einer vorne ist, darf Edgar Frederick Wright einen Glückswurf versuchen. Warum musste ich auf Glück okay, werfen? Okay, so, ich hab Glück. Ich hab Glück 55. Bitte. Besser. Das heißt aber nichts. 83. Okay. Ihr geht den Gang weiter entlang. Werden alle sterben. Und auf einmal. Ja! Ihr hört einen grellen Schrei von Ingrid Kreuz. Da hat mich was berührt! Was ist das? Ist wahrscheinlich was, Stan. Leicht wütend drehe ich mich um. Verdammt, Lady, können Sie Ihre Stimme mal etwas im Zaum halten? Meine Güte! Nein, verdammt, da hat mich was berührt! Vielleicht war es ja nur eine Spinne. Es war eine Hand, aber es war. Es war aber auch irgendwie keine Hand! Ich weiß es nicht! Stan? Stan, was machst du ich, da? Tonno, ich. Herr Spielleiter, ich möchte gerne gucken, ob der gute Jacob noch anwesend ist. Ja, er steht daneben. Total entsetzt, was seine Frau da macht. Okay. Scheiß, beruhig dich doch. Ich kann mich nicht beruhigen! Da war was! Sind angespannt. Vielleicht war es eine Spinnenwebe oder. Sie wirkt auf jeden Fall gerade sehr hysterisch. Das wäre ein Fall für eine Frau. Nein, das wäre ein Fall für eine Frau, weil wenn ich jetzt hingehe und ihr eine schmier, ist es scheiße. Ich dachte erstmal, wir versuchen verbal sie zu beruhigen, bevor wir sie verprügeln. Bah, nein! In so einem Situation. So mach einen Stärkewurf, meisterlich, mir fällt der Kopf ab. Das würde ich gerne probieren. Wir haben eine Fackel, verbrennt die Hexe. Nein. Das war off. Das war der Beste bis jetzt. Ich wäre dafür, damit wir die alle verbrennen. Beide, sind Sie nicht Doktor der Psychologie? Durchaus, ja. Ich möchte die Frau sehr gerne beruhigen, Toto. Psychologie ist wie viel? Warte, ich muss eben gucken. Ich muss mal eben die Tränen aus den Augen verschwinden. Psychologie habe ich 60. Da dein geistiger Zustand aber angespannt ist. Oh, leck mich doch am Arsch. Musst du unter 40 kommen. Okay, alles klar. Warte. So. Dimensioniert die Würfel! 20. Beruhige sie. Okay. die hieß Kreuzer. No. Frau Kreuzer, beruhigen Sie sich verdammt nochmal. Mann, Sie wissen doch, was hier los ist. Wir hören hier andauernd irgendwelche Geräusche und Leute verschwinden hier und Sie kommen uns jetzt mit so einem Lappalien wie eine Hand hat sie berührt. Ich denke mal, Ihr Mann oder vielleicht der gute Stan wird irgendwie gestolpert sein und wird Sie da irgendwie berührt haben in irgendeiner Art und Weise. Versuchen Sie sich zu beruhigen. Wir versuchen hier rauszukommen und danach ist alles wieder gut. Sie reisen mit Ihrem Mann. Nein, kein Aber. Sie reisen mit Ihrem Mann wieder schön nach Acapulco und nach Casablanca und genießen das Leben. Aber lassen Sie uns zuerst einmal hier rauskommen. Das schaffen wir aber nur, wenn wir alle Ruhe bewahren. Sie scheint sich tatsächlich zu beruhigen. Ich weiß. Ich streiche mir langsam durchs Haar.
Gucke nochmal zu Emily hin, zwinker ihr zu. und will ihr damit symbolisieren, siehst du, das sind meine Stärken. Und drehe mich wieder nach vorne um. Und sein Haar, ich liebe es. Nein, ich habe eine Pläte. Ich hab so einen Halbkranz. Gut gemacht, Herr Kühl. Das hätte echt Schwierigkeiten gegeben, hätte sie weitergemacht. Und danke, Edgar, danke. Ich habe mir ein Vorbild an dir vorhin genommen. Danke, super. Könnt ihr jetzt bitte aufhören, in eure eigenen Schleimspur herumzukriechen? Können wir jetzt nein, wir sind Freunde. Sie züngeln auch gerne miteinander. Bitte, was machen wir? Sie züngeln auch gerne miteinander. Ja, schon. Das ist so scheiß nicht. Ach ja, Fanfiction und so. Ja. Nun gut. Betonung liegt auf Fiction. Ihr seid auch ein paar Mal an ein paar Abzeugen vorbeigekommen und habt den Weg eurer Meinung nach den richtigen Weg eingeschlossen. Und der Schrei ist nicht dabei, ja? Nur das hier. Ihr hört wieder dieses große Jaulen und ihr wisst, was kommt. Stabilitätswurf. Achso, ja. Ich wollte gerade fragen, wird's denn lauter oder wird's leiser? Genau. Es ist immer derselbe Lautstärkepegel. Also irgendwie nah und doch nicht. Alter, ich schwöre, ich drehe mich gleich um und der schießt den Kreuzer, ne? Weil der ist immer in der Nähe. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich, der steht hinter uns, fängt an zu lispeln, also, was der Edgar uns ja, Entschuldigung, der Cliff uns ja erzählt hat. 53. Das Schöne ist, das wird ja für uns in den Franzosen. Alter, eine 6. Du bist die Ruhe selbst. Doch am Arsch. Pass auf, jetzt kommt nur 20. Ich hab nur noch 20. Du musst das würfeln, was da gerade liegt. Ja, ich weiß. Aha, geschafft. Ich hab gewürfelt. Merkt ihr was? Derjenige, der hier total skeptisch die ganze Zeit ist und voller Panik nichts annehmen wollte, ist so stabil. Ich glaube, in dem Wein war irgendwas drin. Oh, ich hab keine Lust mehr. Pass auf, ich mache einen Vorschlag. Wenn ich die jetzt nicht schaffe, stecke ich mir die Pistole im Mund und drehe ab. Das bringt dir eh nichts mehr. Nein, so leicht kommst du mir nicht davon. Komm, Alter, ich hab keinen Bock mehr. Dave, das wäre dann Powerplay, und das zählt nicht. Versuch nicht auf 43, 1W6 bitte. Boah. Jetzt, so viel zum übrigens, jetzt in Panik geraten wäre ganz schlecht. Ach was. Das wäre Glück gewesen. Oh, fuck. Alter. 4, du hast Glück gehabt. Oh. So. 4 minus 4, 16, Alter. Gut, dann bin ich dran mit 44. Ich hab keinen Bock mehr. Es ist 46. Nein! Oh je. Ich geh kaputt. Ich kann nicht mehr. Oha. Oh, du. Unser Cliff gerät in Panik. Aber erstmal kommen wir zu unserer standhaften Lady. Mal sehen, ob die genauso cool bleibt wie unser. Ja, 17. Ganz, cool, ganz cool. Ja. Echt voll im Wahnsinn treiben. Ganz cool. Also, Mr. Edgar Frederick White und Emily Moore sind die Coolness in Person. Ja, ich meine, wir sind ja auch Experten für Geschichte. Ne? Wir wissen. Ja, Herr Küpero ist stark verängstigt. auch schon ein bisschen dem Wahnsinn ganz nahe. Euch. Und Cliff Rowan gerät vollkommen in Panik, schreit rennt. Nein, ich wollte nicht vollkommen, es war keine 6. Ja, aber du gerätst trotzdem in Panik. Und ab wann ist denn so der Punkt, wo ich so ab 10. wirklich ab 10? Da wird's kritisch. Bist nicht okay. Mehr weit weg. Also nein, Cliff Rowan schmeißt in Panik die Fackel weg, sie zerbricht und geht aus. Und er will den Gang entlang rennen. Moment. Ich möchte ihn aufhalten. Ich muss ihn aufhalten. Also, im Weg für ihn sind Herr Küpero, der nicht in der Lage ist, weil er Angst hat. Ach so, okay. Na toll. Und Edgar Frederick White, der jetzt nur wieder eine Stärke und eine Gewandtheitsprobe schafft. Also seine Würfel hängt. Und der natürlich sehr niedrige Werte hat. Edgar, hau raus. Stärke hast du? Stärke habe ich 9. Das sind 45. Von hinten am Kragen so am besten. Das ist eine 71, das ist schon mal nicht geschafft. Oh. Ach, Cliff, kannst du mit dir? Du kannst die Gewandtheit nochmal machen.
Gewandtheit? Ja. Vielleicht schaffst du ihn zum Fall zu bringen. Was hast du Gewandtheit? Da habe ich 14. Ja, das ist geschafft. Hast du geschafft. Du kannst ihn nicht festhalten, aber du schaffst es irgendwie, ihn tollpatschigerweise ein Bein zu stellen. Bitte 1W6 Schadenswurf. Danke, du Arsch. 6. Was? Volles Hund aufs Maul, du schlägst ja auch einen Zahn dabei aus. Du lispelst ab jetzt bitte. Ich möchte das. Wie viel hast du jetzt noch? 4. Was? 4? Ja, ich habe 10 Trefferpunkte insgesamt. Du hast. Alter, du willst dich über mich beschweren, aber hast nur 10 Trefferpunkte. Dann nehmen wir nur die Hälfte, ja. 3, aber trotzdem hast du den Zahn ausgeschlagen. Du hast 7. Okay. Moment, da muss ich mir das wieder gerade hinzufügen. Alter. Und du blutest natürlich aus dem Maul. Und du lispelst. So, jetzt könnt ihr tatsächlich wieder ein bisschen spielen. Ich fange mal jetzt wieder andersrum an. Diesmal darf Emily zuerst. Was war Emily? Ich habe das jetzt gerade. Darf jetzt spielen. Ja, ausspielen. Gut, deine Gelassenheit. Als Dame habe ich natürlich ein Taschentuch dabei und reiche es dem Mann mit dem ausgeschlagenen Zahn, Cliff. Nein, und dann versuche ich. Also Cliff scheint ja im Moment gar nicht zugänglich zu sein, den müssen wir erstmal beruhigen. Aber dann versuche ich auf Poirot einzureden, dass er sich doch gerade, als er die Frau Kreuzer beruhigt hat, so als Anführer erwiesen hat, ob er sich jetzt nicht mal zusammenreißen kann und uns weiterhin hier durch die Dunkelheit. Dann hätte ich gerne eine Überzeugungsprobe von dir. Das wird lustig. Um wie viel erschwert? Ich schätze mal, das ist erschwert, der ist ja etwas... Nein, du bist ja komplett cool geblieben, das heißt, sollte ich keine Erschwernis. Ich dachte, weil er so... Okay. Nein. Also überzeugen euch 85, da haben wir eine Chance. Könnte knapp werden. 51. Sie schafft es, Hercule Poirot zu beruhigen. Dann tu es jetzt auch. Ja, Hercule, ihr habt euch gerade als besonnener Anführer erwiesen. Tut es wieder. Reißt euch zusammen, steht auf, hört auf, eure Pistole zu streicheln. Das ist wirklich irritierend. Und reißt euch zusammen, bitte. Ihr seht, da wird auch Hilfe gebraucht, um Herrn Warren irgendwie unter... Kontrolle zu bekommen. Ich stelle mir die Frage, warum sie mich immer noch sieht, ob sie so angewidert ist mittlerweile von mir, dass sie mich wieder anfängt zu sehen. Aber ja, ich reiße mich zusammen aufgrund der Tatsache, dass ich vor einer Frau nicht ganz so schwächlich wirken möchte. Und begebe mich, halt die Fresse, du liegst auf dem Boden und fängst jetzt gefälligst an zu lispeln, du Arschloch. Und so will man. Und begebe mich zu meinem naja, Bekannten, Freund möchte ich ihn nicht nennen, das Arschloch, zu Cliff Warren hin. So, Cliff, du liegst auf dem Boden, Zahn ausgeschlagen, du blutest, du hast Angst, aber du hast nicht mehr den Drang wegzurennen. Wahrscheinlich, ich gehe mal davon aus, dass der Schmerz, dass ich mit Schmackes auf die Fresse gelegt habe, das war ein sehr guter Beinschlag, geschossen hat, dass das Ganze wieder ein bisschen runtergefahren ist. Verdammte Scheiße! Wir müssen ja. Wir sind jetzt dringend raus. Mein Reden. Das passt komisch. Das gut zusammen, ja. Komisch. Jeder andere, der vorne einen Zahn weg hat, würde lispeln. Also, ihr so seid echt ein komisches Volk. Wieso lispelt man dann? Man lispelt nicht automatisch deswegen. Ich weiß, aber ich wollte jetzt einfach... Boah. Ich hab mir schon in meiner Kindheit genug Zähne dadurch ausschlagen, dass ich auf die Fresse gefallen bin. Man lispelt dann nicht. Hör auf zu diskutieren. Mensch, ich wollte da nur ein bisschen Fahrt reinbringen hier. So, ich versuche mit meiner einen Hand ihm aufzuhelfen. Hm? Ich bin wieder ruhig, ja. Und ja, bin auch erstmal so ein bisschen beruhigt auf ihn. Mach dir keine Sorgen, Cliff. Mach dir keine Sorgen. Selbst mit ein paar Zehn weniger lässt es sich noch trinken. Ich würde mich gerne nach den anderen Herrschaften umsehen, ob die drei Personen, die da hinter uns sind, immer noch da sind. Naja. Ihr habt nur noch zwei Fackeln. Hä? Stan ist weg. Ach so, ja, genau. Alles klar, Stan ist weg. Eine Fackel dann. Nein. Zwei. Wir haben eine Reservefackel mitgehabt. Reserve, okay. Die haben nicht angezündet, das heißt, es ist ziemlich düster.
Dann sollten wir die jetzt vielleicht mal löten. Gute Idee. Ja gut, naja, in einem dunklen Gang, wenn wir zusammenstehen, eine Fackel ist auch noch ziemlich hell. Ja, aber ist doch für euch, egal, wir löten die jetzt. Ja. Also die Kreuzer sind noch da, oder sind die auch weg? Die Frau sitzt wimmernd in der Ecke und ihr Mann tätschelt ihr den Kopf. Okay. Ja, Alter, ich schwör. Also, ich bin dafür, damit wir die Frau mitnehmen und ihn irgendwie, weiß ich nicht, exekutieren. Ich bin sowieso den Wahnsinn nah, also ich würde sehr gerne ausspielen. Ich meine, die anderen können mich gerne aufhalten, aber ich würde jetzt schon gerne mit gezückter Pistole auf den zugehen und den fragen, was er hier weiß. Ich meine, weil Cliff hat uns ja vorhin erzählt, der hat mit irgendjemandem geflüstert. Ergo, langsam aber sicher reicht mir die Scheiße. Ich gehe jetzt mit gezückter Waffe auf den zu und sag, Alter, was läuft hier für eine Scheiße ab? Ich halte den Herr Kühl nicht auf. Ich auch nicht. Ich lieg noch auf dem Boden und halte mir die Presse. Okay, also du ziehst deine Waffe und läufst auf Jacob Kreuzer zu. Ja, oh, und frag ihn, was die Scheiße hier soll. Wenn er irgendetwas weiß, soll er uns verdammt nochmal sagen, ich zähle jetzt bis 10 und danach drücke ich ab. Guter Mann, nehmen Sie die Waffe runter. 9. In deinem Zustand kannst du nicht bis 10 zählen. 7. Wir uns jetzt bitte mal alle. Ich habe keine Ahnung, was hier abläuft. Ich bin doch so gefangen wie ihr. Ich spanne den Hahn. Die Frau springt vor ihrem Mann, um ihn zu schützen. Lassen Sie meinen Mann in Ruhe! Ist kein Ballon! Ich schub sie weg. Stärkeprobe kannst du gerne vor mir haben. Ja, hätte ich gerne. 13, was hatten wir gesagt gehabt? Mal 65. Ja. Ich kann aber da sagen, durch Adrenalin wäre es noch fast vereinfacht, ne? 50. So stößt sie so weiter und sie knallt gegen die Wand. Ich zähle weiter. 3, der Hahn ist gespannt. Ja, ist mir egal. Kümmere ich mich gleich drum, wenn der Alte weg ist vom Fenster. Warum? Jetzt jemanden zu erschießen ist nicht gut für 2. Bitte, bitte, ich hab doch keine Ahnung. Du siehst, wie seine Hose nass wird. Warte mal. Ja, die jetzt besiegt mir gleich in der Hose. Alter, du bedrohst jemanden mit einer Pistole. Also. Und er hat von geflüstert, die dumme Sau. Oh, Scheiße. Er läuft rot am Gesicht und kauert jetzt auf einmal auf den Boden und. Ich zähl. Warte. 1. Er sitzt da unten, kauert und ist mit der durchnässten Hose. Letzte Warnung. Sagen Sie mir, was Sie wissen. Er wimmert die ganze Zeit. Ich weiß doch nichts. Okay. Ich steck die Waffe wieder. Also ich nehme die Waffe von seinem Kopf weg und glaube ich. Okay, der Mann sitzt jetzt kauernd mit vollgepisster Hose und die Frau liegt daneben in der Ecke mit einem Platzwunde am Kopf. Ich kann nicht mehr. Alter, ich kann nicht mehr. Ach ja, es war Chaos vorprogrammiert mit euch. Leck mich am Arsch, du hast mir keinen Waffenladen gegeben. Irgendwie muss ich mein Adrenalin hier holen. Okay, wie gesagt, ich gucke zu meinen Kameraden, also zu meinen nicht also zumindest Emily sollte ein bisschen entsetztes Gesicht wahrscheinlich auf dem Gesicht haben. Ich wollte gerade sagen, Emily kann auch jetzt nichts dafür, sie hätte mich nicht aufhalten können, aber die beiden anderen, die mich schon länger kennen, ich drehe mich zu denen hin und sag: Ganz toll, Jungs, ihr hättet echt zugelassen, dass ich hier jemanden töte. Was ist los mit euch? Leck mich am Arsch, du Scheiße, was ist los? Wir finden Zahn. Jetzt haben wir zusätzlich zu den ganzen Problemen noch Urin gesucht. Und nicht zu vergessen, die gute Frau. Herr Kühl, still jetzt. Ich kenne dich gut genug. Ich wusste, dass du nicht schießt. Ich bin im Wahnsinn da. Das ist dir bewusst, ne? Hat irgendeiner einen höheren Medizinwert als 5? Oder erste Hilfe zählt da, ne? Erste Hilfe habe ich 30. Erste Hilfe habe ich 30. 39 habe ich. Ich habe 30. Ja, dann sollte sich eventuell der mit dem ausgeschlagenen Zahn und die Frau. Der hat ja auch mein Taschentuch und kann es als Verband. Hi.
Ich packe meinen Koffer. Du hast keinen Koffer. Zerreiß ihr Kleid und mach die Platzwunde. Ich gehe hinüber zu der Frau. Trägt sie ein Kleid? Sie trägt ein Kleid, aber sie glaubt nicht, dass sie sich dich an dein Kleid ranlassen wird an dieser Aktion. Die Alte liegt mit einer Platzwunde in der Ecke. Ich glaube kaum, dass die jetzt bewusst, bewusstseinstechnisch in der Lage ist, irgendwas zu verhindern.